kurz vor der großen Preisverleihung, Gelassenheit unter den nominierten Existenzgründern. Hier ein Gläschen Sekt, da noch schnell ein Foto für den Fotografen und schon konnte es losgehen. In diesem Jahr bereits zum 18. Mal bietet der Existenzgründerwettbewerb des Baden-Württembergischen Sparkassenverbands die öffentliche Plattform, erfolgsversprechende Geschäftsideen von frisch gebackenen Firmengründern zu präsentieren und zu würdigen. Wie schon in den vorangegangenen Jahren überreichten hierzu Finanz- und Wirtschaftsminister Nils Schmid als Schirmherr und Sparkassenverbandspräsident Peter Schneider die entsprechenden Auszeichnungen. Erster und somit der Gewinner der 10.000 Euro Preisgeld im Jahr 2015, Thorsten Reuß, mit seiner Ende 2013 ins Leben gerufenen Firma Tostec. Schwimmteiche und Naturpools bieten ein unvergleichliches Badeerlebnis im eigenen Garten. Deshalb werden über 5000 im deutschsprachigen Raum jedes Jahr neu gebaut. Doch in allen natürlichen Gewässern bilden sich Algen, sogenannte Belege. Seither gehört ärgerliches Schrubben mit zum Teil sehr unhandlichen Reinigungsgeräten zum Teichalltag. Damit macht das revolutionäre Reinigungssystem von Tostec jetzt Schluss. Schwimmteichliebhaber wünschen sich einen glasklaren und sauberen Teich, ohne für die Reinigung für Freizeit opfern zu müssen. Das Besondere am Tostec-System sind die vielen Alleinstellungsmerkmale. Dadurch sind die Tostec-Geräte die weltweit ersten und einzigen Geräte, die den Kundenanforderungen nach einer vollständigen Schwimmteichreinigung wirklich gerecht werden. Die Entfernung von Belegen ist ab sofort kein Kraftakt mehr, sondern kinderleicht. Das klappt schon mit dem Einstiegsmodell, einem handgeführten elektromotorischen Reiniger. Die selbstansaugende Bürste garantiert eine optimale Belagsentfernung. Auch jahrealte Belege verschwinden mühelos. Dank der langsamen Rotation der Bürste werden die Sedimente nicht aufgewirbelt, sondern können abgesaugt werden. Diese Technologie kann man an allen unter Wasser liegenden Oberflächen nehmen. Also ich sag mal, das Gerät kann auch die Wilhelma brauchen, um ihr Aquarium zu putzen, logischerweise. Oder da unten haben wir bei der L-Bank so einen großen Brunnen, der auch mühevoll gereinigt wird. Ja, solche Geräte kann man natürlich überall verwenden. Unter dem Motto einfach anders essen bietet der Stuttgarter Koch Christian Weber Dienstleistungen rund um das Thema vegane und gesunde Küche. Mit seinem Label Kontrastreich sichert sich der gebürtige Mittelfranke damit den mit 7.500 Euro dotierten zweiten Platz im Wettbewerb. Ich bin Christian Weber, ich bin Sportler aus Leidenschaft, ich bin mittlerweile Fitnesstrainer, Ernährungsberater und vor allem bin ich eins, ich bin Koch. Mittlerweile bin ich Vegan-Koch, ich habe mich spezialisiert auf die Zubereitung von rein pflanzlichen Gerichten. Ich koche weder mit Butter noch mit Milch. Ich koche kein Fleisch oder kein Fisch. Ich koche einfach nur extrem tolle Gerichte aus Gemüse, aus Hülsenfrüchten, aus Obst, aus allem, was unsere Region so hergibt und vor allem aus allem, was die Welt so hergibt. Kontrastreich ist mein Versuch, Essen ein bisschen zu verändern. Kontrastreich heißt anderes Essen, Kontrastreich heißt nachhaltiges Essen, vielfältigeres Essen, kreativeres Essen, fair gehandelte Produkte und vor allem eine spannende Zukunft im Gegensatz zu dem, was wir bisher haben. Ich biete quasi ein Kontrastprogramm zu allem, was es bisher gibt. Kochen ist ziemlich aufwendig und teuer und man hat nicht viel Zeit etc. Höre ich ganz, ganz oft, stimmt aber nicht und genau das will ich in meinen Kochkursen rüberbringen, dass man ganz schnell, ganz einfach und vor allem ganz günstig ganz tolles Essen zaubern kann. Jeder Mensch kann in 15 Minuten ein warmes Hauptgericht haben und das zeige ich. Wann waren Sie das letzte Mal bei McDonald's? Vor 12 Jahren, glaube ich. Und seitdem nie wieder? Doch, ich habe mal einen Kaffee geholt. Einen Kaffee, immerhin. Wann ist in Ihnen der Entschluss gereift und warum vor allen Dingen, sich nur noch ausschließlich vegan zu ernähren und auch zu kochen? Das hört sich so ein bisschen krankhaft an. Nein, sagen. Um Gottes Willen. Ausschließlich vegan. Ich glaube, seit 3 Jahren bin ich selber vegan. Und kochen tue ich seit Anfang des Jahres ausschließlich vegan. Ökologisch und energieeffizient heizen. Mit seiner Idee, ein Magazin rund ums Thema Wärmepumpen herauszugeben, erklimmt Baufachjournalist Dennis Jäger den letzten noch freien Platz auf dem Treppchen. 5.000 Euro Preisgeld gibt's obendrauf. Energieeffizienz nimmt bei der Beheizung von Gebäuden eine zentrale Rolle ein.
Die Wärmepumpe ist eine Alternative zu Gas und Öl. Sie stellt eine innovative Verbindung von effizienter Energienutzung und erneuerbaren Energien dar. Sie funktioniert im Prinzip wie ein Kühlschrank, nur umgekehrt. Die Wärmepumpe entzieht im Außenbereich, dem Erdreich, dem Grundwasser oder der Luft Wärme und gibt sie als Heizenergie an das Haus ab. Wärmepumpen sind eine Herausforderung. Sie sind anspruchsvoll in der Planung, in der Installation und auch in der Wartung. Für alle, die mit dieser Heiztechnik jetzt Geld verdienen wollen, gibt es das Wärmepumpenmagazin. Es erscheint als monothematische Baufachzeitschrift gedruckt, genauso wie in einer Online-Variante. Die Inhalte vermitteln Wissen zur Wärmepumpentechnik direkt und zum Umfeld. Leser sind Fachhandwerker im Heizungsbau sowie Fachplaner. Sie haben also eines Abends da gesessen, Fernsehen geguckt, Tagesschau geguckt, was auch immer, und haben sich dann gesagt, ich erfinde jetzt ein Wärmepumpenmagazin. Wie kommt man darauf? Ich habe mit dem Thema Wärmepumpe eigentlich in meiner journalistischen Laufbahn immer ein Stück weit zu tun gehabt. Aber es hat mich immer geärgert, es ist so eine wichtige Heiztechnik. Aber es gibt draußen einfach keine Plattform, wo sich alle Leute Informationen darüber holen können, die sie brauchen. Und das mache ich jetzt. Personen und Tiere in wenigen Sekunden digitalisieren und per 3D-Druck als lebensnahe Figur ausgeben. Zwar reichte es für die Neustädter Firma Scanotech nicht mehr ganz aufs Treppchen. Mit ihrem selbstentwickelten stationären 3D-Scanner konnten sie sich aber immerhin den vierten Platz und somit noch 2000 Euro Preisgeld sichern. 1000 Euro mehr als der Fünftplatzierte der Konkurrenz, das Göppinger Unternehmen Höhne Consult. Die Geschäftsidee Christoph Höhnes, klassische Dienstleistungen als Unternehmensberater, konzentriert auf die Werkzeugmaschinenbranche im deutschsprachigen Raum und deren Etablierung auf dem chinesischen Markt. Insgesamt konnten sich die fünf Platzierten damit über Geldpreise im Wert von 26.000 Euro und erstmals auch alle Nominierten über einen professionell produzierten Unternehmensfilm freuen. Da versteht es sich dann auch von selbst, dass die Stimmung auch beim anschließenden gemeinsamen Fototermin keinerlei Abbruch erleidet. Laola inklusive.